Hallo Leute, und ich wollte mal kurz zwei Infos anbringen. Ich fasse mich diesmal auch besonders kurz. Erstmal das Erste und auch das Wichtigere. Es geht um meinen Twitter-Account. Da hat man vielleicht schon gemerkt, falls man mich da schon die letzten Male verfolgt hat, dass ich mir da ein bisschen rumgebitscht habe, weil ich scheinbar irgendwie gehackt wurde oder irgendein Fehler war bei mir auf jeden Fall, dass ich plötzlich irgendwie mehreren hundert Leuten folge und sowas. Und ja, allgemein war das irgendwie komisch, als ob der Account irgendwie, beeinflusst worden wäre, irgendwie übernommen worden wäre, keine Ahnung. Ja, und jetzt das Problem, jetzt wurde der Kanal auf einmal gesperrt, aus Sicherheitsgründen, worüber ich auch eigentlich froh bin, weil es hätte ja auch noch Schlimmeres passieren können, als einfach irgendwelchen Leuten zu folgen, hätten ja auch irgendwelche falschen, Posts kommen können. Das ist zum Glück nicht passiert und ich hoffe, es wird auch in Zukunft nicht passieren. Das Problem ist nur, dadurch, dass dieser Account jetzt gesperrt ist, kann ich selbst nicht mehr drauf zugreifen. Eigentlich, vielleicht kennt man es, da ist ja immer diese Sicherung, man kann das einmal wieder mit E-Mail und Passwort machen und jetzt wurde ich eben darum gebeten, jetzt bitte auch noch meine Handynummer anzugeben, um dann entsprechend das per Code dann noch zu machen. Habe ich gemacht, aber dann wird der Code nie geschickt und manchmal versuche ich es dann mehrmals, dann wird er manchmal doch geschickt, aber dann wird er nicht angenommen und dann ist es irgendwie, der Code wurde nicht erkannt und ja, mittlerweile glaube ich, ich werde auf diesen Account keinen Zugriff mehr bekommen. Deswegen habe ich jetzt einen neuen gemacht. Das ist an sich fast derselbe. Es ist einfach The Gary LP, nur mit dem Unterstrich vor dem LP halt. An sich ist der Kanal, ich sage immer Kanal, YouTube-Syndrom. Der Account ist an sich ziemlich gleich aufgebaut in meinen davoriger. Die Sache ist halt nur, ich habe jetzt halt meine ganzen Tweets dann nicht mehr und auch die ganzen Follower, die ich dort nicht hatte und muss jetzt selbst wieder die ganzen Seiten, denen ich folgen wollte, nochmal neu folgen. Aber ansonsten ist da soweit alles ziemlich gleich. Und den seht ihr auch dann direkt an oberster Stelle in der Videobeschreibung, welchen Account ihr dann bitte folgen solltet, denn das ist jetzt mein neuer offizieller dann. Und den anderen könnt ihr dann gerne entfollowen, weil ich habe keine Ahnung, was da noch passiert oder ob da noch was mit passiert. Und ich weiß auch nicht, ob ich da noch irgendwann mal wieder Zugriffe drauf bekomme. Keine Ahnung. Und die zweite Sache ist, ich muss sagen, ich habe gerade Bock auf einen Stream und deswegen wird auch gleich einer kommen. Ich mache mal dazu noch mal eine separate Ankündigung als eigenes Video, weil ich glaube, jetzt hier stößt man jetzt nicht so schnell darauf, wenn ich jetzt über Twitter rede. Nämlich habe ich mir Sonic Colors heute geholt, ziemlich billig, und da dachte ich mir, da zocken wir mal zusammen. Aber wie gesagt, das kann noch ein paar Minuten dauern und ich gebe dann nochmal Bescheid per Videoform, wenn der Stream dann startet. Wichtig ist nur, ich werde tatsächlich dann wieder auf Twitch streamen, weil ich hatte doch noch meine Probleme mit YouTube Gaming gehabt und ja, ich gebe Twitch nochmal eine Chance. Na gut, das war alles, bis dann.